Hallo und herzlich willkommen zurück zu Persona 4 Golden. Ja, wir können heute als Krankenhaushausmeister arbeiten. Ich will nur mal kurz gucken, ob wir mit Dojima hier auch den Rang steigern können. Hey Uniko, was ist los? Langeweile? Du spürst, dass sich deine Beziehung zu Dojima noch nicht verbessern wird. Nein, dann werden wir keine Zeit mit ihm verbringen. So. Ab in die Stadt zur Bushalte. Zu welchem Teilzeitjob? Ja, wir haben ja nur den Krankenhaushausmeister. Oh, du spürst, dass sich deine Beziehung zu Sayoko vertiefen wird. Ja, unbedingt. Sehr nice. Krankenhaus Inaba, auf dem Gang. Du putzt fleißig die dunklen, stillen Gänge. Dir ist so, als hättest du irgendwas gehört. Du tust so, als sei nichts gewesen und arbeitest weiter. Dein Mut hat sich erhöht. Du da, könntest du sie bitte... Es geht mir gut. Aber dein Gesicht ist ganz blass. Weißt du, dass du in letzter Zeit einen gewissen Ruf hast? Nicht nur ich würde mich freuen, wenn ich es wieder mit der alten freundlichen Sayo-chan von früher zu tun hätte. Ich habe noch etwas zu erledigen. Entschuldige bitte. Erzähl mir nicht, dass du auch rumlümmelst. Was ist denn los mit ihr? Ich weiß, das bringt alles nichts. Aber ich muss es tun. Sayoko wirkt extrem gequält. Du sorgst dich sehr um Sayoko, aber du wagst es nicht, etwas zu sagen. Rang 8. Der Socialink-Krankenschwester hat Stufe 8 erreicht. Deine Macht Personas des Arcanas Teufel zu erschaffen, ist gewachsen. Dann bis bald. Das war ja ein ziemlich kaltes Treffen, ne? Sehr ungewöhnlich. Aber irgendwas ist mit ihr. Du siehst zu, wie Sayoko weggeht und machst dich auf den Heimweg. Du hast bei deinem Job im Krankenhaus 5000 Yen verdient. So. Heute ist der Tag der Kultur, deshalb hast du schulfrei. Was möchtest du heute tun? Ich wette, wir kriegen wieder einen Anruf. Nee. Dann werden wir erstmal einen Shopping-Kanal. Können wir da nicht was kaufen? Okay, anscheinend nicht. Es wird bald regnen, wurde im Fernsehen gesagt. Alles klar, Nanako. Wenn du mir das so erzählst... So, bis abends ausgehen, ja. Müssen wir ja. Müssen ja irgendwas machen hier heute. So, wir gehen mal als erstes ins Shoppingviertel. An regnerischen Tagen kann man hier echt immer nicht wirklich was machen, ne? Nebel ist echt interessant, oder? Der sorgt dafür, dass man gar nichts mehr sieht. Man sieht gar nichts, absolut gar nichts. Ist irgendwie schön. Was sagt denn mein Status eigentlich? Verständnis und Fleiß brauche ich noch. Wir könnten die Beef Bowl Challenge hier nochmal machen. Es gibt heute ein Angebot, auf einem Schild steht Regentag Challenge. 3000 Yen Mega Gyodon. Wer die Fünffach-Bowl aufisst, zahlt nichts. Wenn du dieses Gericht aufisst, könnten sich mehrere deiner Eigenschaften erhöhen. Ja. So, chinesisches Restaurant Aya. Regentag Mega Gyodon Challenge angenommen. Du siehst den Reis immer noch nicht. Langsam glaubst du, dass deine Schale ein Portal zur Fleischdimension ist. Es ist atemberaubend, wie viel Fleisch sich in dieser Schale befindet. Um das Gericht aufzuessen, brauchst du Verständnis, um deine Grenzen zu kennen, Wissen, um dein Tempo zu zügeln, Mut, um dich der gnadenlosen Menge an Rindfleisch zu stellen und Fleiß, um der Herausforderung zu trotzen. All diese Eigenschaften sind nötig, um die Regentag-Mega-Gyodon-Challenge zu meistern. In deiner derzeitigen Verfassung kannst du das nicht aufessen.
Du hast dich nach Kräften bemüht, die Regentag-Mega-Gyudon-Challenge zu meistern und davon stark profitiert. Verständnis hat sich erhöht, Mut hat sich erhöht, Fleiß hat sich erhöht. Aber keine Steigerung, schade. Ah ja, ein Jammer. Das macht dann 3000 Yen. Beehre uns bald wieder, danke. Ah ja, meine Tochter hat mir von dir erzählt. Du bist also neu an der Schule? Meine Tochter findet dich cool. Ihr Name ist Aika. Leider liefert sie gerade Essen aus. Aika. Nach dem Essen gehst du nach Hause. So, wir könnten ein neues Buch lesen. Oder als Hausmeister im Krankenhaus arbeiten, genau. Das werden wir auch mal machen. Der Social Link wird sich nicht steigern. Aber wir können ja schon mal Vorarbeit leisten. So, ab dafür. Ja. Krankenhaus Inaba in einem leeren Zimmer. Du putzt fleißig das leere Krankenzimmer. Du fühlst dich beobachtet. Ich habe noch nie darauf geachtet, ob man hier wirklich irgendwo jemanden sieht oder einen Schatten oder so. Du tust so, als hättest du es nicht bemerkt und arbeitest weiter. Dein Mut hat sich erhöht. Ja, Mut ist nicht das Problem. Den haben wir gemaxt. Gute Arbeit. Was hast du heute geschafft? Du hast mit dem Reinigungsjob im Krankenhaus 5000 Yen verdient. Senpai! Senpai, was geht ab? Hat lange nicht geregnet, oder? Laut Wetterbericht schüttet es die ganze Nacht durch. Wir müssen uns den Midnight Channel ansehen. Was da wohl zu sehen ist? Ist lange nichts mehr passiert. Aber wir müssen trotzdem vorsichtig bleiben. Außer uns weiß keiner, dass der wahre Mörder noch frei rumläuft, oder? Eigentlich müssen wir uns noch viel mehr reinhängen, weil die Bullen ja nicht mehr an dem Fall arbeiten. Ja. Oh Gott. Hey Hosoi-chan, haben wir uns nicht neulich im Buchladen Yomenaido gesehen? Was? Du hast mich gesehen, ich habe die neueste Ausgabe von Der gemobbte Lehrer gekauft. Da Junes ihm die ganzen Kunden wegnimmt, ist es im Shoppingviertel leer. Da hört man einen Kankodori chilpen. Hey Leute, geht nicht so oft zu Junes, geht doch mal ins Shoppingviertel. Wer kann mir sagen, was für ein Vogel der Kankodori ist? Hana-chan, du zwitscherst doch gerne. Es gibt wirklich einen Vogel, der Kankodori heißt? Ich dachte, das wäre nur eine Redewendung. Tut mir leid, Uniko, hilfst du mir? Kankodori. Kuckuck, Adler, Sperling, Krähe. Bei der Krähe sagt man ja nicht, dass sie zwitschert. So, ein Adler zwitschert auch nicht. Der Kuckuck macht Kuckuck und ein Sperling? Ein Sperling kann zwitschern, oder? Der Kuckuck zwitschert auch nicht. Du meinst, ihm die richtige Antwort gegeben zu haben. Glaube ich. Ich dachte, du wüsstest das, Hana-chan. Ich bin enttäuscht. Der Kokodori ist eine Kuckucksart. Die Namen ähneln sich sogar etwas. Okay. Kankodori, nicht Kukudori. Sein Chilpen klingt traurig, daher kommt die Redewendung. Es gibt dazu sogar ein Haiku von Basho. Kankodori, wie einsam ist mein trauerndes Herz. Das sollte ich in der Prüfung abfragen. Du hast Yosuke blamiert. Du solltest dich später bei ihm entschuldigen. Warum? Er wusste es doch selber auch nicht. Der Unterricht ist für heute vorbei, weil du aber keinen Hinweis hast, musst du warten, bis etwas geschieht. Ja. So, da es regnet, können wir auch jetzt wieder nicht wirklich was tun hier. Da ist etwas drin in meinem Schuhfach. Da ist ein Zettel, auf dem steht, das habe ich in Chemie gemacht. Probier es aus. Seltsamer Happen erhalten. Du bist durch deine Prüfungsergebnisse anscheinend beliebter geworden. Ah ja. Seltsamer Happen, ja. Das klingt so interessant. Das würde ich gerne mal probieren. Mundspülung. Was habe ich denn hier alles? Hustentropfen. Seltsamer Happen. Regeneriert 100 TP bei einem Verbündeten. Kann Statuseffekt Furcht auslösen. Ja, toll!
So, die Schule verlassen, ja bitte. Was machen wir? Gehen wir nach Hause? Dad's late. Papa kommt zu spät. Hat er seinen Schlüssel vergessen? Das war der Paketbote. Er hat gefragt, wo Herr Takahashi wohnt. Hallo, hier bei Dojimas. Oh, hallo Papa. Okay, ist schon gut. Ich weiß ja, das ist dein Job. Bruderherz ist ja bei mir, also okay, bis dann. Papa sagt, er kommt erst morgen nach Hause. Morgen erst? Aber ich bin nicht einsam. Du bist ja bei mir. Nanako lächelt fröhlich. Heute ist es wieder so kalt. Wollen wir den Kotatsu rausholen? Papa meinte, wenn es zu kalt wird, können wir ihn rausholen. Dann wird's schön warm und gemütlich. Oh. Ihr habt den Kotatsu aus dem Schrank gezogen. Okay, ich schalte ihn an. Was? Er geht nicht an, ich glaube, er ist kaputt. Nanako ist enttäuscht. Kaufen wir den besten. Wie? Wir können einen kaufen? Bei Junes? Yay, wenn du mal Zeit hast, gehen wir zu Junes. Du hast Nanako versprochen, mit ihr shoppen zu gehen. Aber wann, ist die Frage. Heute Nacht regnet es. Im Fernseher könnte etwas erscheinen. Ja. Die Frage ist nur, was? Jemand ist erschienen. Es ist eine Silhouette, aber sie ist noch verschwommener als sonst. Du erkennst nicht mal das Geschlecht der Person. Na, ich würde sagen, es ist eine weibliche Person. Hey, hast du das gesehen? Es war zwar total verschwommen, aber du hast auch jemanden gesehen, oder? Scheiße. Gibt es etwa bald wieder eine Entführung? Wir müssen uns gleich morgen treffen. Es war zu verschwommen, um irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Aber vielleicht weiß jemand, wer es sein könnte. Wir müssen uns treffen. Haltet den Nachmittag morgen unbedingt frei, klar? Yosuke hat aufgelegt. Du gehst schlafen. Mich wundert's immer, dass nur Yosuke anruft und die anderen nicht. Ich habe mir gestern Nacht, wie von euch vorgeschlagen, den Midnight Channel angesehen. Unglaublich, dass eine Meisterin der Deduktion und Beweisführung einer Urban Legend Glauben schenkt. Und doch habe ich ohne Zweifel jemanden gesehen. Hat jemand erkannt, wer das war? Bei dem verschwommenen Bild? Nee. Was ist mit dem normalen Fernsehen? Ist hier in letzter Zeit jemand berühmt geworden? Mir fällt spontan niemand ein. Es war zwar ein Politiker hier, um die Gerüchte über den Nebel einzudämmen, seine Erklärung war im Fernsehen, aber er kann es wohl kaum sein. Er ist unverzüglich wieder zurück in die Großstadt. Teddy? Was ist denn? Ach ja, du hast jetzt die Mitternachtsschicht, weil du dich in der Möbelabteilung immer auf die Betten gelegt hast.
Ich habe dir doch gesagt, du sollst den Fernseher in der Elektronikabteilung nutzen, oder? Hast du das probiert? Wie frech. Ich habe Nanako-chan etwas versprochen und ich hänge wirklich sehr an meinem Leben. Also, für mich sah es so aus, als wäre die Person im Fernsehen gestern ziemlich klein gewesen. Ich weiß nicht, es war zu verschwommen, um Details zu erkennen. Das gilt auch für die Größe. Das war wahrscheinlich nur ein Traum oder deine Fantasie. Aber sag mal, hast du jemanden in deiner Welt gespürt? Nein, bisher ist niemand gekommen. Dann müssen wir wohl noch eine Nacht abwarten. Ja, sieht so aus. Zum Glück soll es die ganze Nacht lang regnen. Vergesst nicht, heute wieder einzuschalten, klar? Eieieiei. Hey, I'm back. Hey, ich bin wieder da. Welcome back. Da bist du ja, Papa. Dad, Papa, der Kotatsu ist kaputt. Können Bruderherz und ich einen neuen kaufen gehen? Der Kotatsu? Wow. Brauchen wir den etwa schon wieder? Aber stimmt, das Wetter ist echt merkwürdig zurzeit. Okay, ihr könnt das übernehmen. Kauft einfach den, den ihr wollt. Ist das ein Brief? Der ist für dich, aber... Der Brief ist adressiert an Herrn Unikonoko. Es steht aber kein Absender darauf. Es sind auch keine Stempel oder Briefmarken zu sehen. Auf dem Blatt steht nur ein einziger Satz. Hör endlich auf, sonst wird jemand reingeworfen und getötet, der dir nahe steht. Hat er etwa noch eine Warnung geschickt, weil er wieder jemand im Midnight Channel zu sehen war? Hey, what the hell is this? Hey, was zum Teufel ist das? Wir kriegen fast nie Briefe ohne Absenderadresse. Ich hatte also recht. Sei ehrlich, du hast was mit dem Fall zu tun, oder? Was treibst du für Spielchen? Ihm die Wahrheit sagen, eine Ausrede finden, nichts sagen. Ich würde ihm die Wahrheit sagen wollen, aber das glaubt er mir sowieso nicht. Du sagst ihm die Wahrheit. Okay, du willst also nicht ehrlich mit mir sein. Du hast für mich zur Familie gehört. Deswegen habe ich dich nie was dazu gefragt. Aber das war wohl ein Fehler. Ich hätte schon viel früher einschreiten sollen, weil du mir wichtig bist. Aber heute erzählst du mir die Wahrheit. Wir reden woanders weiter, aber ich lasse dich erst gehen, wenn du mich überzeugt hast. Das ist zu deinem eigenen Besten. Ist dir das klar? Es ist schon okay, wir streiten nicht. Wir sind bald wieder da. Aber du brauchst nicht auf uns zu warten. Geh ruhig schon ins Bett, okay? Nanako hat Angst. Wir sind bald zurück. Okay, ich warte hier. Später am Abend auf der Polizeiwache. Das nehme ich. Er hat dir dein Handy abgenommen. Also red schon. In was bist du da reingeraten? Was war das für ein Brief? Diese Warnung. Warum schickt dir jemand so etwas? Ihm die ganze Wahrheit sagen. Oder wieder eine Ausrede erfinden. Also ich glaube nicht, dass Dojima der wahre Täter ist. Ich bin mir bloß nicht sicher bei Adachi. Und wenn ich ihm jetzt die ganze Wahrheit hier sage und Adachi in Wirklichkeit der Täter ist, dann... Ja gut, der weiß ja dann sowieso schon, dass ich alles weiß. Ich sag ihm jetzt wieder die ganze Wahrheit. Du erklärst ihm alles. Persona? Menschen, die einen Fernseher betreten? Ich dachte, du würdest mir endlich erzählen, was hier wirklich los ist.
enough. Schluss jetzt. Mir reicht's. Nach einem halben Jahr vertraust du mir natürlich nicht wie deinem Vater. Aber ich dachte schon, dass du dich ein klein wenig öffnest. Es ist wirklich zu schade. Du bleibst heute Nacht hier. Whoa, sorry. Dang. Verdammt. Fernseher betreten und Personas? Naja, man kann es ihm nicht verübeln, oder? Natürlich will ich dir glauben. Und Dojima-san hat dich hergebracht und dir diese Fragen gestellt, weil er dir auch glauben will. Außerdem, naja, bist du hier in Sicherheit. Er hat sicher Angst bekommen, als er den Brief gesehen hat. Er dachte, dass er dich beschützen muss. Wie ein Vater seinen Sohn beschützen würde. Ich glaube, du bist ihm wirklich sehr wichtig. Naja, nimm's nicht so schwer. Weißt du, Dojima-san überprüft nochmal die Leute, die mit dem ersten Fall in Verbindung standen. Er war wohl doch noch nicht ganz davon überzeugt, dass der Fall wirklich abgeschlossen ist. Deswegen ist er erst recht empfindlich und denkt, dass die... Ich bin jetzt mal lieber still, bevor er mich wieder zur Schnecke macht. Okay, ich bin gleich hier draußen. Wenn du etwas brauchst, sag Bescheid. Tja. Währenddessen in der Lebensmittelabteilung bei Juness. Warum muss ich bei den Einräumen helfen? Weil ich nicht hart genug arbeite. Das ist die nackte Wahrheit. Und darauf bist du auch noch stolz? Warum kümmere ich mich überhaupt um dich? Ich hätte dir das nicht kaufen dürfen. Pass gut drauf auf, okay? Du hast jetzt dein eigenes Handy. Ich bin ins Informationszeitalter vorgedrungen. Wir würden uns nur Sorgen machen, wenn wir dich nicht erreichen können. Ist aber nur ein billiges Kinderhandy. Danke, Yosuke. Thank you, Yosuke. Also, du musst nur auf diese Taste drücken. Ach, vergiss es. Schau einfach zu, ich zeige es dir bei meinem. Er geht nicht ran. Es regnet gerade, da wollte ich ihn an den Midnight Channel erinnern. Vielleicht hört er es nicht, weil er unterwegs ist? Ich will zu Nana-chan. Ich habe ihr Bärsprochen, ganz viel mit ihr zu spielen. Wir gehen nicht. Und leg die Snacks zurück. Es ist schon Zeit fürs Abendessen. Also heb sie dir für deinen nächsten Besuch auf. Oh, verstehe. Wenn er unterwegs ist, ist Nanako-chan vielleicht alleine zu Hause. Mir tut es richtig leid, dass sie allein zu Hause ist. Wir könnten ihr was zu essen bringen. Okay, okay, ich höre dich ja. Alter. Wir gehen also? Cool, wie reif du bist, Yosuke. Mein Herz hat gerade kurz ausgesetzt, weil du so aufmerksam bist. Warte kurz, ich versuche nochmal ihn anzurufen. Er geht immer noch nicht ran. Ach, ich Dummkopf. Ich hab's noch nicht auf dem Festnetz versucht. Hallo? Hey, Nanako. Ist dein Bruderherz zu Hause? Nein. Er hat einen komischen Brief bekommen und Papa hat ihn gesehen und ist wütend geworden. Er hat Bruderherz mit auf die Polizeiwache genommen. Moment, was? Er wurde auf die Polizeiwache gebracht? Hör auf zu brabbeln und lass mich auch mit dir reden. Guten Abend, hier spricht dein Teddy. Treffen wir uns wieder, um Snacks zu verputzen. Komischer Brief. Wir gehen nach deinem Bruderherz und deinem Papa sehen. Also sorge ich dich nicht, okay? Moment. War das etwa wieder eine Warnung? Hat er noch eine bekommen?
And Dojima-san, und die hat Dojima-san gesehen, also ist er mit ihm auf die Wache? Teddy, gib mir das Handy. Ich muss die anderen anrufen. Währenddessen auf der Polizeiwache. Die Zeit kriecht dahin. Ja, und während die Zeit dahin kriecht, beende ich die Folge an dieser Stelle. Wie es weitergeht, werden wir dann in der nächsten Folge erfahren. Die Dinge spitzen sich jetzt aber auch langsam zu und wir kommen auch in die, ja, in die Richtung, also wo ich damals im englischen Original hängen geblieben bin, wo ich das schlechte Ende erreicht habe. Ne? Ich hoffe, dass ich es diesmal schaffe. Bedanke mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.